Ein spannendes, ein packendes Rennen. Die erste Frage ist, darf er sein Rennen machen auf der ersten Runde, Tarje Bø, oder versucht Sturlahom Lagreid, der gestern ein riesiges Comeback in diesem Winter feierte, heranzulaufen? Und was ist mit Samuelsson, bester Läufer von diesen dreien? Versucht er, die 10 Sekunden gleich zu schließen? Er ist zurück nach einer Hüftverletzung. Martin Ponsiluoma, ganz, ganz stark unterwegs in den letzten Tagen. Dahinter dann schon der nächste Norweger mit Johannes Dahle, der Laufstärkste des gestrigen Tages. Also es ist ein Gewimmel hier vorn. Schwieriges Unterfangen für die beiden Deutschen, die hier als Erste auf die Strecke gehen, für Benedikt Doll und für Johannes Kühn. Die Rückstände habe ich eben genannt. Sicherlich angezeigt, auf der ersten Runde ganz eindeutig ihr Rennen zu machen. Zumal ihr großer Jäger hier mit 47 Sekunden Rückstand auf seinen älteren Bruder, auf Tarje, Johannes Tinius Böes, und der brennt innerlich und möchte heute endlich nach ganz oben. Auf der ersten Runde versucht man natürlich gleich erstmal eine gute Gruppe zu finden. Tommaso Giacomelli ist eben schon direkt an Benny Doyle rangelaufen und die versuchen natürlich dann so ein bisschen zusammenzuarbeiten, nach vorne zu kommen, Lücken zu schließen. Also die erste Runde ist dann schon taktisch geprägt. Manche geben richtig Gas, schließen Lücken, andere versuchen irgendwo mitzulaufen, lassen sich vielleicht auch mal zurückfallen, um bei einer Gruppe mitzulaufen. Ist immer spannend zu sehen, was da passiert. Spannend auch seine Entwicklung zu sehen in diesem Jahr. Quentin Fillon-Maillet mit einem echten Holperstart, passt zu seiner Vorbereitung, wo auch nicht vieles nach Plan lief. Ist noch nicht da, wo er gern sein möchte, wo er vor 2 Jahren war. Zweimal Olympiasieger. Irre. So, mit der 26 schauen wir gleich auf David Zobel, währenddessen der dritte Deutsche mit Justus Strelo schon unterwegs ist. Und da haben wir dann die nächsten 31, Roman Rees, 34, Philipp Navrat, wenn Sie die beiden nachher auf der Strecke suchen sollten. Rückstände der beiden allerdings mit 1,47 und bei Philipp Navrat hier mit 1,54 dann doch schon ganz gewaltig. Aber die Faustregel, die ich immer im Kopf habe, ist, eine Minute kann man vielleicht von seinem Rückstand aufholen in einem Verfolger mit einem annähernd perfekten Rennen. Das heißt, die drei Vorderen können ganz vorne noch reinlaufen, wenn alles perfekt läuft, und die Hinteren eher Top 10, wäre das Ziel Top 15. Qualität hat sich deutlich erhöht in den letzten Jahren. Alles ist dichter zusammengerückt. Ich weiß, es ist noch gar nicht lange her, da habe ich fast in jedem Rennen gesagt, bei einem einzigen Schießen kannst du eine Minute aufholen oder einbüßen, wenn man mal einen schlechten Anschlag hat. Die Zeiten sind, glaube ich, fast vorbei. Also verlieren kann man es noch gut, aber aufholen wird schwierig, vor allem im liegenden Anschlag. Da kommt gefühlt immer 2/3 gut durch und da kann man wirklich nicht viel erreichen. Da schießt man 2x0 und hat 2 Plätze gut gemacht. Das ist immer fast ein bisschen frustriert im Verfolger. Und jetzt ist spannend, dass die schon zusammengelaufen sind. Also dass Sturlahom Lagreid da die Lücke schon geschlossen hat und Sebastian Samuelsson ist auch gleich dran. Also da bildet sich dieses Trio da vorne an der Spitze und dahinter kommt das nächste. Ja, Ponsiluoma hat den Laufstärksten von gestern gleich an den Skienden. Johannes Dahle ist Chefdahl. Mit der 8, das ist Tommaso Giacomel im blauen Trikot des besten unter 25-Jährigen. Dahinter dann Benny Doll und hier mit der 9 Johannes Kühn. Ja. Schritt aufnehmen, komm! Also gestern auf der letzten Runde hat Benny Doll dem Giacomel ein paar Sekunden abgenommen. Jetzt auf der ersten heute genau umgekehrt. Der Italiener mit sehr starken Beginn. Ja, Benny ist nicht der Schnellstarter im Verfolger. Das habe ich fast erwartet, dass Tommaso Giacomel da vorbeigeht. Aber jetzt muss er gucken, dass er da irgendwie mitkommt und diesen Zug aufnimmt. Aber naja, in der letzten Runde könnte sich das waren ja drehen. Waren ja auch nur 2 Sekunden, Arndt, das ist ja so gut wie nichts. Und der Italiener hat versucht, jetzt sein Heil in der Flucht zu suchen. Ich denke mal, es wird ihm nicht gelingen, hoffentlich. Es hat heute Nacht ein bisschen geschneit, 3-4 cm. Und heute Morgen ist das Loipengerät auch noch mal drüber gefahren. Aber die Strecke ist wirklich in einem guten Zustand. Und es wird jetzt, dadurch, dass es wärmer wird, ein bisschen dieser Marmorschnee. Es wird spiegelig. Da, wo die Techniker getestet haben, unter den Tunneln, ist es sehr schnell und spiegelig. Aber es sind gute Bedingungen. Aber auch knifflige für die Wachstechniker, habe ich mich vorher noch mal erkundigt. Bei 2 Grad Lufttemperatur und 0 Grad Schnee ist das wirklich ein echtes Kunststück, die richtige Wachstube oder Wachsdose zu finden und nicht daneben zu greifen, denn dann könnten die Unterschiede relativ groß werden am heutigen Tag. Wollen wir nicht hoffen. Die Kulisse stimmt. Es ist ein zauberhaftes Wetter. Es sind brillante Bedingungen für die Zuschauer ohnehin, die heute im Stadion versammelt sind. Mal wieder alle Tribünen voll besetzt. Und es kann auch ein richtig spannendes Rennen werden. Und es ist so, wie wir es vermutet hatten, zumindest was Samuelsson anbelangt. Dass Lagreid diese 5 Sekunden so schnell geschlossen hat, wundert mich schon, denn er war gestern etwas schwächer in der Spur als Tarje Bø. Heute geht es nicht ganz so weit rauf. Man hat gesehen, sie sind gerade um dieses Wäldchen da
haben sie gewendet und laufen jetzt schon wieder zurück. Diesen einen Schnapper noch und dann geht es bereits runter ins Stadion unter den Tunneln durch. Das heißt, die Runde geht heute nicht ganz so weit rauf. Das verändert auch ein bisschen das Laufverhalten am ersten Anstieg. Da kann man ein bisschen mehr Gas geben. Deswegen. Also sind die etwas stärkeren Läufer heute nicht ganz so im Vorteil? Ja, dafür sind es 5 Runden, aber ja, man kann nicht ganz so viel an einem Anstieg rausholen, denn er ist nicht ganz so lang heute. Es kommt doch aufs Schießen an. Stichwort Schießen, das war die ganz, ganz große Domäne von Stöhlerholm-Lagreit im letzten Winter. Einer der allerbesten, wir haben es gestern schon mal erwähnt, der im gesamten Winter, in der gesamten vorigen Saison nur 4 Schüsse im Linienanschlag daneben geschossen hat. Er hat sich jetzt hier an die Spitze gesetzt vor Tadi Bö und Samuelsson. Möchte also ganz gern als Erster an den Schießstand heranlaufen. In Östersund haben sie beide gerätselt. Er hier, sein Trainer Sigi Masé und Stöhlerholm-Lagreit. Was war bloß los? Er lief hinterher, fast 2 Minuten Laufrückstand. Es funktionierte nicht beim Schießen. Er hat ein bisschen rumexperimentiert mit einer neuen Waffe. Bis dann der Trainer das Machtwort gesprochen hat. Jetzt hat er wieder die alte, die so gut funktioniert hat, die ein bisschen schwerer ist, aber die ihn gestern 2x0 beschert hat. Das zweite Trio ist schon fast da, das heißt, sie haben ordentlich aufgeholt. Sehr hohes Tempo in der zweiten Gruppe. Und Samuelsson büßt hier vielleicht sogar für seine Aufholjagd. Lagreit mit einer super Serie, so wie im letzten Jahr, fast immer von ihm gewohnt. Samuelsson muss in die Runde und Tadi Bö ebenfalls letzter daneben. Damit jetzt Vorsprung für Stöhlerholm-Lagreit, der jetzt allein unterwegs ist. Auch dahinter werden kräftig Fehler geschossen. Christiansen, Dorle 2, Ponziluoma 2, mein lieber Mann. Eigentlich vermeintlich gute Bedingungen, ganz leichter Wind von links nach rechts. Und zwar genauso wie beim Anschießen, also muss man gar nicht groß was verändern. Auch bei Benny Doll schon eine Scheibe unversehrt. Jetzt kommt Johannes Kühn mit seinem starken Anschlag. Starke erste Serie. Ja, es sind doch viele Fehler passiert jetzt. Ich habe den Eindruck, dass da ein hohes Tempo drin war, die erste Runde. Und Stöhlerholm-Lagreit hat es natürlich super gemacht. 23,7 Sekunden geschossen. Das war extrem schnell. Und dann fehlerfrei geht er erstmal mit ein bisschen Vorsprung raus. Ein bisschen ist gut, 28 Sekunden. Ja, und Justus Strelo muss hier gleich korrigieren nach dem ersten Fehler. Setzt noch einen zweiten oben drauf. Genauso wie Fion Maillet, der auch mit 2 Fehlern begonnen hat. Also erstaunlich viele Fehler hier für das gute Wetter. Keine Ahnung, ob vielleicht auch die Sonneneinstrahlung ein bisschen hinderlich ist. Ist schon sehr extrem. Ja, es könnte ein bisschen Thermik natürlich entstehen. Und Justus hat auf Stand 17 geschossen. Angeschossen hat er natürlich deutlich weiter vorne. Es kann sein, dass dort die Windbedingungen anders sind. Ist auch immer eine Schwierigkeit im Verfolger. David Sobel jetzt mit einer Null-Fehler-Einlage hier. Der Mann mit der 26. Und wir schauen nochmal auf Benny Doll. Rechts tief, war natürlich nicht weit, der kann mit etwas Glück noch fast fallen. Aber gut, der war auch nicht gut geschossen. So, und jetzt ist er ganz allein vorne, Stöhlerholm-Lagreit, der 26-Jährige, der die 2 auf dem Trikot trägt, der in den letzten 3 Jahren jeweils Zweiter war in der Weltcup-Gesamtwertung. Und der fast ein bisschen auf der Kippe stand im norwegischen Team. Aber wenn man unter Druck steht und dann so abliefert wie gestern, das ist nochmal eine neue, eine besondere Qualität für mich. Er hat mal wieder bewiesen, was für ein klasse Athlet er ist, dass er jetzt in der Situation so abliefert. Und das ist eine Situation, die er mag. Alleine vorlaufen, das Rennen kontrollieren, sein Ding machen zu können, das ist das, was er gerne mag. Dann das nächste Pärchen hier, Samuelsson vorneweg, ist auch der deutlich stärkere Läufer, hat einige Laufbestzeiten im ersten Weltcup in Östersund hingelegt. Dahinter dann Tadi Bö, der in diesem Winter wirklich ganz großartig unterwegs ist. Schon Zweiter war im Sprint von Östersund, gestern dann dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat. Und er, das hatten wir gestern auch schon mal erwähnt, Stöhlerholm-Lagreit, hatte vor der Saison eigentlich relativ, muss man auch machen, optimistisch und aggressiv den Federhandschuh hingeworfen, hat gesagt, ich will dich daran an Johannes Tinius Bö, ich will unbedingt nach der Krone greifen. Wenn er mal eine Schwäche zeigt, dann bin ich da. Und dann lief der Auftakt so gar nicht nach seinem Geschmack. Und deshalb, wie gesagt, gestern, muss ich sagen, Hut ab, das war großartig. Gut, das Ziel hat er erreicht, aber Johannes Tinius Bö ist eben nicht das Maß der Dinge aktuell. Mhm. Hier finde ich spannend, dass jetzt Wettle versucht, da vielleicht sogar ranzukommen mit Johannes Kühn. Ah, jetzt geht Johannes sogar vor.
Ja, da hat Johannes wirklich ein gutes Duo gefunden. Mit Wettle kann man echt gut zusammenarbeiten. Platz 4, eine bei rechts, eine bei rechts. Weiter so, komm! Mit ihm zusammen hat er ein bisschen auch an der Technik gearbeitet, auch ein bisschen getüftelt. Johannes Kühn hat ein bisschen lange Stöcke, hat er mal erzählt, mit 1,72. Wollte mal kürzere probieren, am Anstieg ganz gut. Ansonsten wieder nicht so passend bei ihm. Also auch das ist eine Sache, die man oft und lange hin und her bewegt, auch wenn man schon viele, viele Trainings- und Wettkampfjahre hinter sich hat. Ja, bei Johannes ist auch immer die Schulter vom Zugarmen-Thema, habe ich heute mit dem Jens Filbrich besprochen auf der Runde heute Morgen. Da versucht er ihn immer wieder daran zu erinnern, dass er technisch sauber läuft, auch im Rennen in den hinteren Runden dann. Und klar, am Anstieg mag man eigentlich schon gerne längere Stöcke, aber im 1-1 hat man mehr Druck mit etwas kürzeren. Und man sieht, die laufen weit 1-1 rein hier in den Anstieg, auch wenn es nicht wahnsinnig schnell ist heute. Die drücken schon weit rein und da braucht man eben die Kraft, die man auf den Stock bringen kann. Das lässt Sebastian Samuels dann auch Thaya mal wieder vorlaufen. Also es ist schon noch ein bisschen taktisch geprägt in dieser Phase des Rennens. Ja, das ist hier Jacomel, der sich sehr stark fühlt und an Samuelsen da vorbei war kurz, oder? Nee, der hier ist Jacomel. Ja, hier mit der 8. Mhm. Da ist ja Benny in dieser Gruppe mit dabei. Sehr stark hier mit Christiansen, mit Jacquelin, mit Jacomel. Johannes Tinisbü, der auch einen Fehler geschossen hat beim ersten Anschlag. Wie so viele, die nicht ungeschoren vongekommen sind. Mit der 14, das ist hier Andre Strömsheim, der IBU-Cup-Sieger des letzten Jahres. Ja, für die Norweger ist natürlich spannend, wen nehmen sie jetzt raus nach diesem Wochenende? Eine Luxussituation. Und das könnte Vebjørn Sørum treffen, der aktuell 10. im Gesamtweltcup ist. Also unvorstellbar. Wahnsinn. 10. im Gesamtweltcup reicht nicht. Man ist damit 7. Norweger. Wobei Johannes Tinisbø nur knapp vor ihm ist. Aber ich vermute, den werden sie nicht rausnehmen. Egal, was heute passiert. Ich vermute, da liegst du richtig. Immer wieder schön, diese Drohnenbilder, die uns ein bisschen einen Einblick in die Strecke und auf die Strecke gewähren. Die ein bisschen zeigen, wo sind die schwierigen, die kniffligen Stellen, wo sind die Anstiege, wo kann man lange in der Hocke bleiben, wo muss man 1-1 laufen, wo muss man ein bisschen schieben, wo kann man sich ein bisschen ausruhen, aber dafür gibt es heute eigentlich kaum Gelegenheit auf dieser Strecke hier, die wir eben gesehen haben. Vielleicht ein kleines bisschen. So, Stöhlerholm-Lagreit, auch er hat Ziele, hat nur 85% Trefferquote im letzten Jahr gehabt. Er möchte gerne die 90 und er hat unglaublich gearbeitet, will unbedingt 20 Sekunden statt 25 und zwar fehlerfrei. An einem guten Tag schafft er ohnehin diese 19, 20 Sekunden, aber er möchte es jeden Tag. Ja, Fehler links. Vorne auf Stand 1 ist der Wind häufig auch ein bisschen anders. Selbst wenn er von links kommt, kann er sauer so ein bisschen, so eine Walze erzeugen. Die Chance für Samuelsson und für Tarje Bö, der relativ lange braucht, um in den Anschlag zu kommen. Samuelsson mit dem ersten Treffer. Dann schon Johannes Kühn, der ein ganz kleines bisschen korrigiert. Das war höchstens eine Raste, also so gut wie nichts. Ja, eine bei rechts hat er angesagt, eine ist keine. Also es ist eine homöopathische Korrektur. Bö und Samuelsson fehlerfrei, sehr schön. Johannes Kühn, 4 hat er schon. Christiansen muss in die Runde und auch Johannes Kühn. Johannes Tinisbø dafür mit einer sehr schnellen, fehlerfreien Einlage ist jetzt dran. Und auch Dorle, der gestern die schnellste Laufzeit hat, fehlerfrei. Ponzilo Oma ebenfalls fehlerfrei. Benny Doll hat sehr schnell geschossen, muss aber erneut abbiegen. Also es zeigt 23,2 Sekunden bei Benny an. Es kann aber sein, dass er ein bisschen spät eingedrückt wurde, denn die Ankunft am Schießstand wird manuell eingedrückt, dann wird die Zeit gestartet und das im Verfolger gibt es da manchmal eine kleine Verzögerung. Jetzt bei diesem zweiten Schießen wird deutlich besser geschossen, auch wenn Fack hier gerade mit einem Fehler beginnt. Aber deutlich bessere Trefferquote als beim ersten Schießen. Zobel erneut fehlerfrei. Klasse. Guter Schütze, gehörte im letzten Jahr zu den allerbesten des Weltcups, hat sich auch läuferisch ein bisschen verbessert.
Und da nochmal eine Studie von Störlerholm Lagreit, der übrigens vorhat, demnächst ein Videotagebuch zu führen mit der Hilfe von zwei Freunden. Viele interessierte Zuschauer, Verwandte, Bekannte an seinem Alltag teilhaben zu lassen. Vielleicht ganz interessant. Vielleicht mit deutschen Untertiteln, das wäre schön. Ja. Vorsprung von Lagreit auf Samuelsson 6 Sekunden, auf Tadio Bö, den wir hier sehen, 10 Sekunden. Dann schon Jacquelin, der 2x0 geschossen hat, der von weit hinten kam, Startnummer 13 in die Spur gegangen. Jacquelin mit knapp einer Minute Rückstand zu Beginn des Rennens auf Tadio Bö. Und Sebastian Samuelsson hatte 6 Sekunden am Schießstand Ausgang und versucht jetzt diese Lücke zu schließen. Ich könnte mir vorstellen, dass er gleich im Omega schon dran ist. Aber Taille kommt da nicht ganz, kann nicht ganz dieses Tempo gehen. Und läuft mit Emilien Jacquelin. Also Jacquelin, der schon zweimal in seiner Karriere Verfolgungsweltmeister war. Sobel bekommt hier ein bisschen was gereicht. Eigentlich die Ausnahme, würde ich mal sagen, ein Verfolger, dass man verpflegt wird, oder? Ja, hin und wieder. Es kommt nicht viel wahrscheinlich in den Magen. Es geht einmal so den Mund ausspülen, ein bisschen was Süßes. Das genügt schon. Gerade bei diesen warmen Bedingungen, da pappt der Mund dann irgendwann ein bisschen zusammen. Es ist ganz angenehm, den einmal zu spülen, aber viel gelangt da wahrscheinlich nicht. Also man hydriert sich damit nicht wirklich. Nee. So, hier die beiden Deutschen, die unter den Top 10 gestartet waren. Nebeneinander vorn Benedikt Doll, hinten Johannes Kühn, die 7 und die 9. Und hier hat jetzt Jacquelin Johannes Tinisbø im Gepäck. Hier vorn Matthias Nilsson für die schwedische Mannschaft, der nochmal ein paar Hinweise für Samuelsson hatte. Mit der 10 dann der erste Franzose, Eric Perrault, hinter Jacquelin. Also die französisch-norwegischen Anzüge, die ähneln sich dann doch ein bisschen. Wenn da so eine Gruppe ist mit Norwegern und Franzosen, dann ist es schwierig, die auseinanderzuhalten. Platz 10 und 11, 40 nach vorne, ihr macht gut, komm ihr zwei, hopp! Tja, kleine betrübliche Nachricht von Philipp Navrat, der mittlerweile schon 4 Fehler geschossen hat und einen Rückstand von über 3 Minuten hat. Also nach seinem Sensationsauftaktwochenende oder den ersten beiden Weltcup-Wochen in Östersund jetzt dann doch so ein kleiner Schlag in die Magengrube, ein kleiner Dämpfer. So, und jetzt geht Sebastian Samuelsson da vorbei und hat schon eine kleine Lücke zu Störlerholm Lagreit gerissen und da hinten kommt ja die Meute. Also er versucht jetzt schon mal einen kleinen Vorsprung daraus zu arbeiten. Vielleicht noch die Hinweise. Justus Strelo momentan auf Platz 24 mit 2 Fehlern. Roman Rees hat 5 Plätze gut gemacht, ist 26. mit bisher einem Fehler. Ja, und Philipp Navrat hatten wir ihn eben genannt. David Zobel haben wir zweimal beim Schießen gesehen. Der hat sich schon um 12 Ränge verbessert, ist jetzt schon auf Platz 14 angekommen. Christiansen hat hier Ponzilo Oma hinten dran. Dann kommt Johannes Kühn, Jacomel, Benny Doll, alle hintereinander aufgereiht. Schauen wir mal, ob die Deutschen den Zug da mitnehmen können. Jetzt geht es in Richtung erstes Stehenschießen. Genau, da sieht man schön den kurzen Vorsprung von Sebastian Samuelsson gegenüber Störlerholm Lagreit, der da auch in den 2-1 kurz gewechselt ist gerade. Also der muss jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausnehmen gerade. Kann da nicht mitgehen. Aber gestern auch überragend in der Loipe Sebastian Samuelsson. Vielleicht hören Sie den Stadionsprecher gestern auch überragend in der Spur. Sebastian Samuelsson, das gilt sowohl für das gestrige Rennen als auch für die ersten in Östersund, in seiner Heimat. Als er gleich zweimal siegreich war, zum Beginn mit der Single-Mix-Staffel und dann am Ende nochmal. Da kommt die Vierergruppe mit den drei Norwegern und Emilien Jacquelin. Die Verfolger. Die Schweden haben zweimal Höhentrainingslager eingestreut im
zu der Vorbereitung auf diese Saison. Die Männer der deutschen Mannschaft übrigens waren einmal in der Höhe. Alles schon ein bisschen ausgerichtet, auch auf Olympia in Antholz dann, was in der Höhe sein wird. Haben in diesem Jahr also schon zweimal die Höhe aufgesucht, im Juni und im September. Und es ist offenbar den meisten der Schweden richtig gut bekommen. Er ohnehin ein sehr akribischer Arbeiter. Samuelsson, Lagreit, die ersten beiden am Schießstand. Beide jetzt mit kleinen Schwächeln. Lagreit mit einem Fehler, Samuelsson mit zwei, muss noch mal neu anvisieren. Hatte offenbar eine Patrone rausrepetiert. Jetzt die Chance für Johannes Tiniesbø. Drei Treffer hat er schon. Jacques Lang mit Fehler, Tajebø mit Fehler. Und Johannes Tiniesbø ist durch. Vorbei an Samuelsson, der zweimal in die Runde muss. Tajebø einmal, jetzt kommt Dorle. Aber auch der mit einem Fehler, Perrault mit Fehler. Jetzt ist Johannes Tiniesbø tatsächlich an der Spitze des Feldes angekommen. Wahnsinn, die ersten beiden mit einer Runde, Samuelsson mit zweien und alles auf den Kopf gestellt. 47 Sekunden Rückstand auf seinen älteren Bruder sind getilgt. Jetzt hat er 7,9 Vorsprung auf Sturla Honlagreit. Oh, schade, der letzte bei Hannes. Benny schießt 0, auch klasse Schießen. Also jetzt ging die Tür weit auf vor Johannes Tiniesbø und er ist aber auch mit Schwung durchgegangen. Sebastian Samuelsson schießt 41 Sekunden, verliert da auch schon fast eine Dreiviertel Strafrunde in der Schießzeit. Dazu die Fehler. Und Johannes Tiniesbø, ja, packt wieder sein klassisches Stehenschießen aus. Schnell und fehlerfrei. Und sehen wir hier die dritte fehlerfreie Einlage des Tages. Jawohl, David Zobel macht das richtig gut. 26 auf der Brust. Das war seine Startposition. Rückstand von 1,37. Hat schon tüchtig Plätze gut gemacht. Die Deutschen jetzt auf den Rängen 7 Belly Doll, 11 Johannes Kühn und 12 David Zobel. Da sehen wir Hannes von hinten über die Schulter. Manchmal neigt Hannes dazu, ein bisschen nach vorne zu kippen während der Schussabgabe. Das sieht man hier nicht. Also er steht wirklich stabil drauf. Also bis dahin ein gutes Schießen. Der geht knapp links vorbei. Also würde ich sagen, ein ordentliches Stehenschießen. Schade, dass der letzte nicht auch noch reinging. Und das ist eigentlich ein gewohntes Bild, nur mit einem normalen Trikot. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Normalerweise hat er immer gelb oder gelb-rot. Aber er ist wieder vorne. Das zeugt von seiner wirklich unglaublichen mentalen Stärke auch. Physisch bestand kein Zweifel, dass er die nach wie vor hat. Hat die ganze Saisonvorbereitung natürlich komplett anders bestritten als in den letzten Jahren. Hat Höhentrainingslager ausgelassen, weil er gern bei seiner Frau und seinem zweiten Kind sein wollte. Hat auch sonst ein paar Schwierigkeiten zu Hause hinnehmen müssen. Dazu gleich ein bisschen mehr, währenddessen wir Sturlaholm Lagreit sehen. Der jetzt auf der richtigen Position mit der richtigen Nummer ist, wie in den letzten drei Jahren auch, mit Startnummer 2 hinter dem großen Überflieger, als wenn sich alles wieder gerichtet hätte. Lagreit hinter Johannes Tiniesbø. Ja, und wir haben jetzt unter den ersten 6 5 Norweger und einen Franzosen dahinter, Benny. Das ist schon sehr Norwegerlastig gerade. Ja. Johannes Tiniesbø, also an der Spitze des Feldes mit einem Fehler. Wir bekommen gerade den Hinweis, Dankeschön an Dirk Walsdorf. Nur 2 im gesamten Feld bisher, fehlerfrei. Sebastian Stalder, der Österreicher, und David Zobel, den wir dreimal bei seinen Schießkünsten beobachten konnten. Jetzt kam noch im hinteren Teil des Feldes der Finne Ranta dazu, aber deutlich abgeschlagen. Da musst du ran jetzt hier, dann bist du mitten dabei. Und Daumen noch an die 0. Komm, Lücke schließen, Frequenz, hopp. Ah, Benny sieht ein bisschen angenockt aus. Der ist ja mit Taille raus, hat jetzt ein bisschen verloren. 4 Sekunden Lücke und da war auch viel Bewegung im Oberkörper. Also Rückstand, das ist schon kurios, fast wie beim Start. Da hat er 31 Sekunden gehabt, nur auf Taillebö. Jetzt hat er 32 auf Johannes Tiniesbø. Also auf die Spitze hat er im Grunde noch nichts verloren, aber Johannes Tiniesbø hat fast 1,5 Minuten
auf den Wert gemacht. Platz 11! Locker bleiben, nicht so aufdrehen, Druck auf den Stock. Lass dein Ski laufen, jawohl. Und dann noch mal eine Null dann, komm! Nicht so aufdrehen, da meint er den linken Stock jetzt, dass er nicht zu weit zurückkommt, sondern vorne bleibt mit der linken Schulter. Das ist natürlich in der vierten Runde schwierig. Es wird, ist auch warm jetzt in der Sonne. Harte Phase des Rennens, die vierte Runde. Ja, da geben viele noch mal Gas, andere haben schon mal die Schlussrunde im Hinterkopf. Und für Stöhler-Holm-Lagreit wäre es, glaube ich, sehr wichtig, hier allein zum Schießen zu kommen. Da ist Jacquelin, der Franzose, der Meister der Verfolgung, schon zweimal Weltmeister gewesen auf dieser Strecke. 2020 in Antholz, 2021 auf der Pokljuka. In den Jahren danach allerdings ein ständiges Auf und Ab beim Franzosen. Jetzt hat er sich scheinbar ein bisschen gefangen. Heute das beste Rennen von ihm bisher in dieser Saison. Und Benny hat gerade den Anschluss wieder geschafft an diese Gruppe. Hinten als letztes Glied der Kette ist er damit gekommen. Und das ist wichtig, dass er mit der Gruppe zum Stehenschießen kommt. Da wäre er dann vielleicht gleich auf mit Tarje Bö, mit Strömsheim, vielleicht auch Christiansen. Allesamt gute Schützen, aber Benny kann auch eine richtig schnelle letzte Schießanlage hinlegen, hat bislang zwei Scheiben verfehlt. Erstes Stehenschießen, allerdings fehlerfrei. Ja, Johannes Tinis Bö mit einem sehr holprigen Sommer. Stürze auf dem Laufband, auf dem Trampolin, dann hat er eine fette Augeninfektion gehabt, dann bei Gartenarbeiten von der Schlange gebissen worden, musste in die Notaufnahme. Naja, war sehr, sehr lange wirklich allein zu Hause auf dem Laufband, hat viele, viele Trainingseinheiten und nicht nur das Höhentrainingslager mit den Norwegern ausgelassen. Kam dann im September zum ersten Mal zurück zur Mannschaft und war ganz der Alte und alle haben gesagt, tja, der Mann scheint dafür geschaffen, egal ob er viel oder wenig trainiert, immer vorn zu laufen. Aber wir haben gesehen in Östersund, es ist kein Gesetz. Kein Gesetz, aber die Zeit spielt ihm natürlich in die Karten. Je länger die Saison wird und er bleibt gesund, ja, dann findet er wieder zu seiner alten Laufstärke zurück. Und natürlich sein Stehenschießen, das prädestiniert ist für einen Verfolger. Massenstart hinten raus, die schnellen, fehlerfreien Serien. Dann ist er, wenn er die bringen kann, fast nicht zu schlagen. Aber er muss es eben auch bringen. Gestern hat man gesehen, es ist kein Selbstläufer. Auch absolut für ihn nicht, absolut nicht. Der Mann hat sage und schreibe schon 19 Weltcup-Verfolgungsrennen gewonnen, könnte heute die 20 voll machen. Und wir schauen auf dieses Schießen, denn das entscheidet darüber, ob er es schafft oder nicht. Serie. Glück beim dritten, aber das Glück ist heute mit Johannes Tinis Bö. Sigi Marseille kann aufatmen. Das Imperium ist endgültig zurück. Der erste Norweger ist durch und auf der letzten Runde sicherlich nicht mehr zu gefährden, Johannes Tinis Bö. Aber jetzt wird spannend. Lagreit, Jacquelin, Christiansen, Strömsheim, Bö, Dorle und Doll. Donnerwetter. Lagreit hat seine alte Schießstärke auch zurück. Allein auf Rang 2. Jetzt kommen die Fehler, auch bei Benny Doll leider. Wer schießt hier fehlerfrei? Bisher nur Dorle und Tadir Bö. Dorle ist durch, Bö ist durch. Ach, zwei Fehler für Benny Doll. Zwei Runden, nochmal 300 Meter. Das ist natürlich schade. War so dicht dran bei diesem letzten Schießen. Und jetzt haben wir tatsächlich eine norwegische Vierfachführung. Ja, wir gönnen es ihnen von Herzen. Die Besten sollen gewinnen. Aber am Ende wäre es langweilig, wenn es dann immer wieder so käme. Johannes Kühn. Samuel ist dann auch mit Null raus. Fionn Maillet jetzt mit einer schnellen Einlage. Und David Zobel kann es schaffen. Nein, jetzt nicht mehr. Die 20 voll zu machen, 20 Treffer. Die letzten beiden daneben. Boah, das ist echt schade. Ja, das letzte Schießen. Hannes 4, Benny 2, David 2. Da hat es unsere Jungs jetzt ein bisschen zerbröselt. Auch wenn die anderen auch viele Fehler geschossen haben. Alle sind angenockt. Und da muss man es schaffen, die Null zu bringen. Am besten zügig, damit man um die vorderen Plätze kämpfen kann. Da ist er wieder, der typische Johannes Tinis Bö, der da reinkriecht. Gestern komplett übermütig, viel zu schnell mit dem Schießen begonnen, im Stehenschießen. Viel zu kurze Frequenz dazwischen. Heute hat er extrem lange gewartet bis zum ersten Schuss für seine Verhältnisse. Und Sigi Marseille hat selten mal so gejubelt bei einem Schießen von Johannes Tinis Bö. Der Fehler von Benny Doll eben gar nicht zu sehen, der war sehr weit weg.
Ja, den sieht man links ganz bisschen noch. Also der war auch weit. Und Johannes Dahle knöpft sich Taye Bö vor. Ist ja ein Meister der Schlussrunde. Aber auch Taye ist im Moment in wirklich guter Verfassung. Aber ich tippe mal, dass Johannes Dahle da Stöhleholm-Lagreit auch noch angreifen möchte. Denn der war gestern im Sprint auch in der Top-Verfassung. Der Mann mit der 5 hier, der beste Läufer des gestrigen Tages, Johannes Dahle. Ja, guck mal, wie schnell der da ranläuft. Ja. Jetzt ist er gleich schon an Stöhleholm-Lagreit dran. Vielleicht zieht er sogar Taye noch so ein bisschen ran, denn Stöhleholm war im Schießen wunderbar, auch heute nicht schlecht, aber immerhin mit 2 Fehlern belastet. Aber läuferisch ein bisschen schwächer als die meisten Norweger am gestrigen Tag, Stöhleholm-Lagreit. Und Johannes Dahle kann auch besser sprinten. Also wenn die zusammen auf die Zielgerade kommen, haben die anderen beiden keine Chance. Und jetzt wird er sich wahrscheinlich kurz ein bisschen ausruhen und ihn sich zurechtlegen. Ja, irgendwie auch komisch, dass wir jetzt fachsimpeln, welcher der 4 Norweger am Ende auf dem Treppchen ist oder welcher von unten zuschauen muss. Aber so ist das halt. War gestern schon abzusehen, dass die Norweger zurückgeschlagen haben. Läuferisch eine absolute Macht. Und angesichts der Startnummern schon gut zu sehen, wo sie im Sprint gestern alle gelandet sind. Und Dahle ist jetzt schon dran an Stöhleholm-Lagreit. Wird gleich die Attacke fahren. Die Kollegen der Regie kümmern sich um diesen Zweikampf hier. Vielleicht wird es noch ein Dreikampf. Vorn alles entschieden. Johannes Dinis Bö mit einem Vorsprung von über 23 Sekunden weggelaufen nach dem letzten Schießen. Bester Deutscher nach diesem 4. Schießen immer noch Benny Doll, wie beim Start. Jetzt nicht mehr 7., sondern 10. Angesichts seiner 4 Strafrunden immer noch eine ganz respektable Leistung, muss ich sagen. Du holst auf! Du musst aber noch mal! Du holst auf! 5 Sekunden aufgeholt! Komm! Und jetzt hier, Frequenz, Druck auf den Stock, hopp und drüber, hopp und Übergang, hopp. Sehr guter Motivator Jens Filbrich, der auch in Sachen Technik viel mit Benny Doll gearbeitet hat im Vorfeld. Der wollte auch viel wissen, was man aus der Langlaufszene, aus der Langlauftechnik mit übernehmen kann. Wollte auch in seinem vermeintlich letzten Jahr nochmal an seiner Technik feilen und schrauben. Und das hat er auch getan. Nach diesem Rennen weiter mit Ski Alpin in Val d'Isère. Also bleiben Sie gern bei uns im Ersten. Es bleibt weiterhin spannend und abwechslungsreich und mit viel Schnee ausgerüstet. Hier in Hochfilzen, oftmals auch Snowfilzen genannt. Der Ort wird momentan seinem Ruf gerecht. So, und jetzt der Mann mit der 5. Der in Lillehammer zu Hause ist, dort trainiert. Einsam und allein unterwegs. Und er wird die 20 heute voll machen. Das steht spätestens seit dem letzten Schießen fest. Johannes Tinis Bö, insgesamt 71 Weltcupsiege. Damit ist er unangefochten an der Spitze. Es wird sein erster in diesem Jahr, sein zweites Podium. Eine überragende Leistung. 47 Sekunden Rückstand hatte er auf seinen älteren Bruder Taye. Und das war heute wieder mal eine Demonstration. Nur ein einziger Fehler ist ihm unterlaufen. Johannes Tinis Bö ist endgültig zurück. Und mit diesen Vorzeichen, mit diesem Druck, den er sich selbst gemacht hat, den ihm auch sein Trainer gemacht hat, ist das wirklich eine herausragende Leistung, die er hier heute abgeliefert hat. Und wie wir vermutet hatten, Johannes Dahle vorbei an Lagreit. Und der wird hier heute den 2. Platz belegen. Gestern schnellster in der Spur. Dann Taye Bö mit der 1. Beide also, wie wir vermutet hatten, noch vorbei an Stöhleholm-Lagreit, der sich umschaut, am Ende undankbarer 4. wird. 4 Norweger unter sich. Dann kommt dort hinten Samuelsson, der als 7. weggelaufen ist nach dem Schießen. Der Jacquelin und Perrault noch vor sich hatte, die beiden Franzosen. Jetzt hat er sie hinter sich. Wieder mal bester Schwede heute, Sebastian Samuelsson. Dann Jacquelin. Und dann der Mann mit der 10, Eric Perrault, der 2. Franzose. Dann schauen wir mal, ob da noch Fionn Maillet kommt oder wie weit noch Johannes Benny Doll da rangekommen ist. Mit der 14, wie erwartet, erstmal Endre Strømsheim, der nächste Norweger. Dann Quentin Fionn Maillet.
Startnummer 18, der heute ein bisschen mehr zufrieden sein wird. Zwei Fehler hat er sich nur in Anführung geleistet. Vier dagegen Benny Doll, der den 10. Platz nach dem Schießen gehalten hat. 9 Sekunden Rückstand auf Strömsheim waren zu viel, nicht aufzuholen. 1,30 Rückstand am Ende auf Johannes Thiemiesbø, der 16 Sekunden hinter ihm in die Spur gegangen war. So, die nächsten sind da und noch ein Norweger dabei mit Christiansen und Jacomel. Dann kommt der Mann mit der 4, weit zurückgefallen, Martin Ponsiluoma. Also auf den ersten 4 Plätzen Norwegern, dann auf den Rängen 8 und 11 schon die nächsten. Irres Bild hier, Johannes Thiemiesbø, Daniel Bö, beide gemeinsam auf dem Treppchen. Das war der beste Tag in ihrem Leben, haben sie mal erzählt. Gold und Bronze im Sprint von Olympia 22, als sie beide auf dem Treppchen waren, danach gemeinsam mit der Familie telefoniert hatten. Heute wieder beide auf dem Podium und David Zobel mit einem sehr, sehr starken Rennen. Schade, dass er beim letzten Schießen dann doch noch 2 Scheiben verfehlt hat und dennoch 12 Plätze gut gemacht. Vebjørn Sørum, der Norweger, der wahrscheinlich nach diesem Weltcup in den IBU Cup runter muss. Schade für ihn, denn wie Arndt vorhin gesagt hat, in dem Weltcup sehr gut platziert. Stalder, der dann doch noch einen Fehler geschossen hat am Ende. Johannes Kühn auf Platz 18 mit sage und schreibe 6 Schießfehlern am heutigen Tag. Und Benedikt Doll ist sehr schnell zu Christian Dexne gekommen, deshalb wollen wir ihn auch gleich hören und sehen. Ja, vielen Dank, Willi. Benny, wie sehr hat dieses Rennen wehgetan? Es war schon sehr schmerzhaft. Wir hatten einen sehr speziellen Ski, unfassbar schnell in der Abfahrt und im Speed. Vom Fuß schwierig. Und da sich dann erstmal so zurechtzufinden, hat ein bisschen gedauert. Es ärgert mich, dass ich dann nicht irgendwie beim letzten Stehenschießen mal einen Sack zumachen kann, sondern wieder so strauche mit 2 Fehlern. Aber ich war schon sehr, sehr erschöpft. Es war einfach schwierig zu schießen, aber dennoch, irgendwann will ich das mal hinbekommen. Wie wirkt sich das aus, diese Charakteristik des Schießens, die Sie gerade erklärt haben? Du meinst Schießen oder Ski? Na, das Laufen beim Ski. Ja. Kommt noch nicht so viel an, ne? So kaputt noch. Man muss immer schauen, dass man beide Ski gut plan hält, nicht zu spät abdrückt, dass man immer so in der schmalen Spur innenläuft. Und da war er richtig schnell. Und da konnte ich dann auch immer Lücken zumachen. Berghoch musste ich immer ein bisschen reißen lassen. Am Ende war es, glaube ich, doch ganz gut, aber irgendwie anstrengend. Arndt Peiffer hat vorhin gesagt, die 4. Runde ist manchmal auch die härteste Richtung letztes Schießen. War die vielleicht zu hart wegen der 2 Fehler, die dann kamen? Ja, das Tempo war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt höher. Ich war da ja in einer großen Gruppe. Wir haben da jetzt nicht so schnell gemacht. Aber irgendwie dann... Ja, ich werde dann so ein bisschen zögerlich und ich glaube, ich muss da einfach offensiv durchziehen. Und da brauche ich natürlich aber auch eine gewisse Ruhe noch. Und das will ich noch besser hinkriegen. Dankeschön. Weil er auch das Schießen angesprochen hat, der Benny Doll, die ersten beiden Schießanlagen, da war er der Schnellste beim Liegenschießen mit jeweils knapp und einmal knapp drüber 23 Sekunden. Das war sehr gut. Daraus kann er aufbauen. Roman Rees als momentan letzter und 6. Deutscher im Ziel. 5 Strafrunden hat er sich geleistet, Platz 44. Das soll es von hier gewesen sein. Weiter geht's bei dir, Micha. Und da sehen wir die ersten 3 norwegische Meisterschaften in Österreich. Johannes Thiemiesbø, Johannes Dahle und Tarjebø.